Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Yo-Kai Watch 2 Knochige Gespenster. Wir haben ja vor einiger Zeit die Demo gespielt und jetzt habe ich das Spiel schon in der Vollversion hier liegen. Vielen Dank Nintendo an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht groß drum rum und ich drücke einfach mal auf neues Spiel und wir legen los. Eine neue Datei öffnen, ja, bitte. Wähle dein Geschlecht. Wir spielen natürlich wieder als Mädchen, wir spielen wieder als Katie und, ja. Name wählen. Wird über Streetpass lokales Spiel und Internet mit anderen geteilt. Ich nenne mich, glaube ich, einfach wieder ganz stumpf, Wuschel. Buchstaben finden. Wuschel. Auswählen. Bist du hiermit einverstanden? Mit Wuschel und wir sind ein Mädchen? Ja, bitte. Knochige Gespenster. Genau das. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die darin vorkommenden Menschen, Orte und Organisationen sind rein fiktiv. Okay. Yo-Kai Watch 2 Knochige Gespenster nutzt die Nintendo 3DS-Systemuhr. Die Systemuhr neu einzustellen hat Folgen für den Spielverlauf. Yo-Kai Watch 2 Knochige Gespenster sichert Zusatzdaten auf der SD-Karte. Löschen dieser Daten beeinflusst eventuell Speicherdaten im Spiel. Yo-Kai Watch. Das abscheuliche Gerät, das Menschen und Yo-Kai verbindet. Hat keinen Platz in unserer idealen Welt. Die verschwindende Uhr. Wach auf, Wuschel. Du solltest nicht zu viel schlafen, auch nicht in den Ferien. Oh, noch 5 Minuten. Lass mich noch 5 Minuten schlafen. Keine Chance. Du hast versprochen, dass du heute mit uns einkaufen gehst. Beeil dich und mach dich fertig. Aber ich bin noch müde. Bewege dich mit Hilfe des Schiebepads. Während du dich bewegst, halte den B-Knopf gedrückt, um zu rennen. Sprich mit deiner Mutter. Alles klar. So, wir sind in unserem gewohnten Zimmer. Wir kennen uns hier tatsächlich noch ein bisschen aus in diesem Haus. Es ist sehr schön. Dann gehen wir doch mal zu unserer Mutter. Guten Morgen, Wuschel. Guten Morgen. Hey, hast du gestern Abend in dein Tagebuch geschrieben, Wuschel? Oder habe ich irgendwie vergessen? Du musst es jeden Tag aktualisieren oder du vergisst, was du gemacht hast. Okay, ich aktualisiere es. Wähle Tagebuch im Menü, um deinen Fortschritt zu speichern. Vergiss nicht, dein Tagebuch häufig zum Speichern zu benutzen. Papa wartet draußen. Du solltest also auch rausgehen, Wuschel. Ich muss erst das Haus abschließen. Geh raus und sprich mit Papa. Alles klar, wir gehen hier also raus. Das ist so süß, weil hier Schuhe an, Schuhe aus. Schuhe an, Schuhe aus. Sehr schön. Da ist unser Papa und wir befinden uns wieder in Lenzhausen-Neudorf. Ach Gott, ist das schön, wieder in der Welt der Yo-Kai zu sein, ey. Ah, endlich wach, wie ich sehe. Dann lass uns gehen, Wuschel. Alles klar, los geht's. Los geht's, fahr vorsichtig, Schatz.
Ey, Schatz, wie wär's mit ein paar Leckereien, bevor wir heimfahren? Aha, du hast meine Gedanken gelesen. Ich sage Krapfen. Ich sage Berliner. Hä? Das sind zwei Krapfenläden? Gespenst und Seelenkrapfen? Mama, Papa, welche sollen wir holen? Gespenst natürlich, komm schon, lass uns gehen. Keine Chance, wir sind eine Seelenfamilie. Nein, nein, beim Thema Krapfen gibt es keine Kompromisse. Gespenster. Aber ich mag doch nur Krapfen vom Seelenkrapfenladen. Wovon redest du? Die Füllung von Gespenstkrapfen ist viel besser. Keine Chance, Seelenfüllung ist zart, mächtig und lecker und viel besser. Meinst du das ernst? Jeder weiß, dass Gespenstkrapfen viel besser sind. Du bist verrückt. Seelenkrapfen sind die besten der Stadt. Die besten. Naja, da bleibt nur noch eins. Welche sollen wir holen, Wuschel? Gute Idee. Wir sollten das dir überlassen, Wuschel. Was? Warum muss ich entscheiden? Also gut, hier hast du etwas Geld. Kauf die besten Krapfen, Wuschel. Du hast 10 Euro für Krapfen erhalten. Alles klar, denke ich. Aber ich bin sicher, Wuschel wählt Gespenst, oder? Gespenster. Nein, unsere Wuschel ist ein Seelenkind. Seelen. Wir sollen jetzt entscheiden, was wir kaufen? Ernsthaft? Besorge ein paar Krapfen. Seelen. Gespenster. Das hier sind die Gespensterkrapfen. Und das sind Seelenkrapfen. Ich glaube, ich möchte wirklich Seelenkrapfen. Willkommen, kann ich dir ein paar Seelenkrapfen anbieten? Eine Familienachterpackung kostet nur 9 Euro. Wie wär's damit? Ja. Warte, willst du wirklich einen Seelenkrapfen, Wuschel? Hast du vergessen, dass Gespenstkrapfen links die besten Krapfen hat? Ja, ich möchte wirklich die Seelenkrapfen. Ja. Ach Gott, geht er jetzt da wieder drauf ab? Ja. Och Mann. Yokai sind überall. Sie machen dir Probleme, bringen dich zu Fall. Sei es die Frisur oder nur ein glatter Reifen. Sie bringen dich echt gerne zum Verzweifeln. Yokai treiben und Fokus bei jeder Zeit. Doch wenn du es nicht glaubst, sie sind stets bereit.